Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Borderlands 3. Ja, wir müssen jetzt hier mit Wainwright sprechen, also werde ich mal ganz schnell schauen, wo wir denn hin müssen. Jäger des verlorenen Steins, okay, Mission verfügbar. Moment, wo ist denn Wainwright überhaupt? Wieso sagt er mir, ich muss dahin? Grabeskälte. Moment, wir schauen uns mal gerade um, ob wir den finden. Wainwright, wo bist du? Dann müsste doch theoretisch, Moment, ich schau mal gerade nach. Der müsste doch theoretisch bei, genau, bei Eden 6. Ach, da zeig's mir doch jetzt auch an. Genau, da muss er doch sein. Hier oben, genau, da müssen wir hin. Da machen wir mal schnell eine Schnellreise hin. Und schauen mal, wie das Ganze hier weitergeht. Was wir als nächstes tun in unserem großen Kampf hier gegen Tyreen, unter anderem. Und genau, als erstes sprechen wir mal mit Wainwright. Ja. Und da sind wir schon. Gut, Wainwright, hallo. Hey, alles klar? Kammerjäger, ich hab Feuer in der Brust und eine Waffe in der Hand. Holen wir das letzte Schlüsselfragment zurück. Ich weiß, wo es ist. Im Jacobs Pulverkeller. Okay. Was ist ein Pulverkeller? Das ist, wo wir das unverkennbare Schwarzpulver in Fässern reifen lassen. Mein Vater muss das Fragment in einem der großen Reserve-Schwarzpulverfässer versteckt haben, bevor die Kalypsos kamen. Clay kennt einen Geheimgang hinein. Geht zu. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir müssen sie in die Zange nehmen. Während du in den Keller eindringst, schleichen Alistair und ich an den Fanatikerwachen der Harpier vorbei. Heute Nacht holen wir uns Jacobs zurück. Hört, hört. Wird gemacht. Sobald du bereit bist, findest du mich am Wasserfall. Ich bin auf dem Weg. Ich muss mal gerade die Munition auffüllen. Nee, muss ich nicht. Ist sogar noch aufgefüllt. Gut. Dann gehen wir direkt los. Apropos, direkt losgehen. Ich kann doch theoretisch. Ich muss doch da jetzt nicht unbedingt rüberfahren, oder? Moment, was haben wir denn hier noch? Ach, so eine Kuh-Herausforderung. Nee, ich kann hier schnell eine Schnellreise rüber machen. Wir sind ja eigentlich sofort da. Ich habe keine Entschuldigung dafür, was Aurelia Wainwright und den Bewohnern von Eden 6 angetan hat. Mhm. Sie muss für ihre Verbrechen bezahlen. Na klar. Aber sie ist immer noch meine Schwester. Wenn ich sie persönlich sprechen würde, könnte ich sie vielleicht dazu bringen, aufzugeben. Es gab genug Blutvergießen. Und manchmal können Familienbande repariert werden. Gib mir diese Chance. Ich bitte dich als Bruder. Komm, mir nach. Mhm. Oh. Montgomery Jacobs hat mir diesen Nebeneingang gezeigt, okay, als ich noch Schmuggler war. Er war eine echte Persönlichkeit und ich verdanke es ihm, dass die Jacobs Corporation. Wo bist du denn überhaupt hingesprungen jetzt? Wo ist denn der jetzt hin? Genau, hoch mal Becken, da bin ich. Wo ist denn der jetzt? Ach da! Oh! Okay, das war ein bisschen schwierig, deswegen habe ich das nicht gesehen. Ich dachte gerade schon. So, einmal zurück. Und, na komm. Einmal hier runter. Ah, diesmal habe ich nämlich nicht so komisch gedreht. So, nochmal Boost, komm. Und jetzt. Jeha. Oh, ich muss da hoch. Ich kann hier noch nicht rüber. Da muss ich sehr wahrscheinlich über die Brücke. Das heißt, ich halte mich nochmal rechts. So. Genau, das war das normale Geschütz, was ich hier habe. Oh. Oh, oh, oh. Okay, gut. Ich bin ja noch hier oben. Alles gut gegangen. Hä? Ach, hier muss ich rein, oder was? Ah. Okay. Dann, wo gehst du hin? Ich weiß gar nicht, ob ich mich hieran. Ich glaube, ich erinnere mich gar nicht mehr hieran. Geheimer Wasserfalltunnel! Ich liebe es! Ja, die Jacobs-Familie liebt ihre Geheimnisse. Dieser Gang führt direkt unter dem Anwesen hindurch. Immer locker bleiben. Ah, doch, genau. Los geht's. Rein da. Ich erinnere mich doch noch. Das. Ich glaube, ich weiß, was so langsam passiert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich passiert. Der Gang sollte direkt in den Pulverkeller führen. Das Fasslieferrohr ist ganz in der Nähe. Bewegung und paar
pass auf, wo du hinschießt. Ja, ich will auf jeden Fall versuchen, mich beim Stream-Spielstand so ein bisschen einzuholen, denn ich bin jetzt Level 41, glaube ich. Hier sind wir Level 28, das ist noch ein bisschen Unterschied. Aber, lässt sich ja machen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Ich erinnere mich vollkommen dran. Ist nur noch ein bisschen was her, seitdem ich hier war. Okay. Oh, sauber. Na, komm. Na, einmal so. Okay. Kann ich? Na, komm. Na, nicht wirklich. Und... sehr gut. Mitnehmen. Weiter geht's. Wir nutzen alte Schnapsfässer, um jedem Schuss aus einer Jacobs-Waffe das unverwechselbare Aroma zu verleihen, das unsere Kunden so schätzen. Jede Charge ist einzigartig. Ich selbst bevorzuge ein Eichen-Brandy-Fass. Eiche braucht länger, als man denkt, aber das Warten lohnt sich. So, so. Das ist mal Hingabe zu Patronen. Ja. Weiter geht's. Wo sind wir hier? Ist hier irgendwie... kann man hier irgendwas machen? Ah. Ich habe die Kammer ewig gesucht, konnte aber nichts finden. Oh, nochmal Waffen, sehr gut. Was haben wir hier? Was haben wir da? Sehr gut. Mach dir nichts draus, der Leon. Wenn es keine Kammer gibt, gibt es eben keine. Tja, da hab ich so ein komisches Gefühl bekommen und bin schnurstracks aus dem Zimmer gerannt, während Monty mich angeschrien hat, dass ich zurückkommen soll. So, ach, hier geht's gar nicht hoch. Ich war gerade links am Lesen. Also, wir haben eins von drei. Das ist schon mal ein Anfang. Und ich sind fast bei der Liefersteuerung. Kammerjäger, sichere den Raum. Das Schlüsselfragment darf nicht in die Hände der Fanatiker fallen. Das wird nicht passieren. War doch richtig. Ich sollte doch töten. Nicht? Oh, falsch. Ach, der hat wieder gebaut hier. Oh. Was ist denn da jetzt passiert? So. Oh, ein Badass. Na komm, geh hoch. So, den lasse ich mal gerade. Wobei, ne, der hat doch ein Schild, ne? Hinter mir ist noch einer. Ach, da unten. So ein kleiner Gammler. Gut. Viel Spaß in der Hölle. Und... ach, da sind noch die Halloween-Typen. Stimmt ja. Habe ich schon wieder vergessen. Oh. Was macht ihr da? Eine Armlänge Abstand, heißt es. Das war nochmal... ne, der hat mich sogar noch ewig... schade, ich dachte, das wäre noch knapp gewesen. Na gut. Ich muss mal weiter. Hey, hat er mich schon wieder erwischt? Okay. So, einmal hier noch. Angeblich geben die grünen Geister sogar, je nachdem, mit, es gibt ja so Halloween-Waffen, und da gibt es anscheinend, oh, ach verdammt, da gibt es anscheinend einen Positiv-Buff dann. Pünktlich auf die Minute, Kammerjäger, wir sind jetzt an der Steuerung. Kann man nicht drücken. So. Ein kompliziertes Rätsel ist Belohnung genug. Kammerjäger, du musst nur die Anforderungstaste bei dem Lieferroboter drücken und die Röhre neben dir öffnen. Wir kümmern uns hier um das Rätsel. Wie viel Schuss habe ich nochmal? 5, ne? Ja. Der Hebel hier, die Amplitude hier. Zurückfahren. Winnie, beeil dich, wenn meine Schwester uns findet. Da
das Rad auf Törtchen stellen, an der silbernen Kette ziehen und los geht's, Kammerjäger. Hä? Okay. Definitiv nicht. Das glaube ich auch nicht. Alistair sucht nach Hinweisen. Ich habe einen ausgestopften Fisch mit einem Code drauf gefunden. Das wird die Antwort sein. Alistair liest die Hinweise vor und ich löse alles. Ich bin nicht in der Stimmung für... Na schön, bitte sehr. Adler, Krabbe, 7, Wendigo. Jetzt kommt der spaßige Teil, Alistair. Genieß es einfach. Da, Code eingegeben. Kammerjäger, drücke auf die Anforderungstaste. Diesmal wirklich. So. Hat nicht sein sollen. Herr Jemini, das war ein Ablenkungsmanöver. Pass auf, falls noch mehr Fanatiker kommen, Kammerjäger. Kann man nachladen? Da kommen ja schon wieder welche. Dann hier, bitteschön. Schon wieder ein Badass, die Sau. Jetzt ist Schluss mit lustig. Scheiß Geschütze. Level 29. Hey, nice. Gerade richtig. Gerade nochmal neue Leben bekommen. Ich war ja fast tot. Ach, scheiße. Nice. Oh, diese Scheiß. Ach, da kommt man hier. Fuck. So, dich hab ich auch. So. Oh, das war doch ein geiler Schuss, oder? Komm schon, komm schon, komm schon! Okay. Das hast du dir sicher anders vorgestellt. Das ist krass, wie viel mehr Geld man im Multiplayer kriegt, ey. Ich glaube nicht, dass das mit meiner Stufe zusammenhängt. Weil man da teilweise 5000 aus den Dingern rauszieht. Ich sollte mir vielleicht mal... Ach Mist, das hätte ich vorher machen sollen. Das mache ich, glaube ich, nach der Folge hier, wenn ich dran denke. Dass ich nochmal in den anderen Charakter kurz reingehe, in den Stream-Charakter. Und mir dann... Moment, das muss ich mal gerade schauen. Oder kann ich noch gar nicht? Ah ne, ich kann noch gar keine Artefakte holen, ne? Oder? Moment, da habe ich doch eins. Ne, kann ich noch nicht. Schade. Ich habe das noch nicht frei. Es gibt nämlich Artefakte, da kriegt ihr 109% unter anderem mehr Geld. Ich habe noch einen 102er, das würde ich dann hier ausrüsten. Da kann ich mir nämlich mehr Sachen kaufen. Mehr Inventarplatz. Jetzt bin ich ja, glaube ich, noch nicht so gut dabei. Also, was heißt noch nicht so gut? Relativ gut schon, aber noch nicht so gut wie in dem anderen Spielstand. Da kann man noch ein bisschen was ausbessern. Oh, hallo. Ich will mal gerade sehen, was ist denn überhaupt eine Hexe? Ist das einfach nur ein Roboter oder so? Warte mal, machen wir gerade das Interface aus. Hä, was zur Hölle? Man kann nicht unter den Helm gucken, schade. Hä, was ist denn das dann? Das ist einfach nur ein... Das ist einfach nur ein Goliath oder was? Nur ein bisschen mit einem anderen Design. Naja. Muss man gerade gucken. Nicht das. Hier das. Das hier. Fetzt sich jetzt drauf. Ich kann auch umschalten, oder? Oder ist das nicht so einer? Nee, schade. Ah, ja, stimmt. Die Zweischusswaffe. Sehr nice. Schon wieder vergessen. Würdest du dich bitte beeilen? Ich schätze den Gedanken an eine Konfrontation mit meiner Schwester nicht sehr. Verdammt, Alistair. Mein Vater ist tot, mein Unternehmen in der Hand von Banditen und ich verhökere mein Erbe, weil ich dein Leben retten musste. Ich muss mich verdammt nochmal amüsieren, wenn ich das letzte Rätsel löse, das mein Vater mir hinterlassen hat. Du hast recht, es tut mir leid. In dem Fall sollte ich dich wohl nicht auf den Code hinweisen, der an der Decke steht. Plupp. Was? Oh, verdammt. Oh. Ach, das war dafür. Weiße Taste, Kupferkette. Oh nein. So. Drück. Da ist die große Reserve. Haha, was habe ich gesagt? Kinderspiel. Das Schlüsselfragment müsste da drin sein. Sehr schön. Das nenne ich Teamwork. Jetzt können wir die Kammer öffnen. Triff Alistair und mich bei den Gärten. Ich mache den...
Bevor du weiter redest, ich habe hier noch einen Skillpunkt, der muss natürlich verteilt werden. Ganz wichtig. Kill-Skill-Bonus. Kill-Skill von. Ja. Was haben wir denn noch hier? Moment. Man kann doch irgendwie mehrere Bäume gleichzeitig ausbauen. Genau, hier war ich nämlich auch an dem noch dran. Undercover war. Achso, das war die Schild-Geschichte, ne? Dann war das hier das, genau. Hier, das war ganz gut, glaube ich, für Heilung und Verteidigung, ne? So wie ich das sehe. Machen wir mal. Dann kann ich hier nämlich weiter zugreifen. Okay. Folge einfach der Förderanlage, die aus dem Raum führt. Nach da oben. Okay, los geht's. Flupp. Da sind wir draußen. Das bringt dich zum Brennraum. Gleich bist du da. Jo. Dieser Flügel des Anwesens hat schon begonnen zu verfallen, bevor die Harpie es sich gekrallt hat. Mein Vater hielt Hausmeister für eine nutzlose Spielerei, wie Schlaflieder und Geburtstagsfeiern. Und ich wollte doch nur einen verdammten Clown, der Luftballontiere macht. Entschuldige. Ich reiß mich schon zusammen. Ach, hier noch eins. Das größte Loch aller Zeiten. Da ist es. Wie lange habe ich auf dem Pott gesessen und überlegt, warum ich die Kammer nicht finde? War eine echt beschissene Situation. Hatte ich es nicht mehr drauf? War ich über den Zenit? Dann griff ich nach dem Toilettenpapier. Aber da war keins auf beiden Seiten der Schüssel. Da wurde mir klar, dass es einen Ort gab, an dem ich noch nicht gesucht hatte. Mann, hab ich da eine Wurst abgeseilt und mich auf den Weg zum alten Monty gemacht. Ja. 2 von 3. Und da ist noch mal ein bisschen Geld. Okay, weiter geht's. Hier sind doch bestimmt jetzt Feinde, oder? Ah, sind schon Feinde. Ach, komm schon. So, der hat mich erwischt. Oh. Ich wollte eigentlich nur eine Granate werfen. Na gut. So, hier waren noch Sachen. Ich habe doch ganz gut Platz gehabt. Oh, ah ne, schon bekannt. Schade. Hat sich schon erledigt. So. Dann hier. Okay. Da müssen wir jetzt hoch. Was haben wir denn hier unten noch? Aha. Nehmen eine an. Mitnehmen. Nee, dann muss ich. Komme ich hier so hoch? Ja doch, das sieht gut aus. Gut, weiter geht's. Zurück zu Wainwright. Ich wünschte, ich könnte das Gesicht der Harpie sehen, wenn sie es herausfindet. Wunsch erfüllt. Hände über den Kopf, wenn ich bitten darf. Nicht gut. Kammerjäger, wir wurden entdeckt. Ach ja. Oh, da ist eine Waffenkiste, fast runtergesprungen. Nehmen wir natürlich mit. Und runter. Oh nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Nehmen wir mit. So, hier kommt aber nichts mehr, ne? Spiel, hier kommt nichts mehr. Oh. Oh, oh. Nicht gut. Als dein Bruder flehe ich dich an. Hör auf. Verschwinde, Alistair. Während ich die Jacobs-Familie endgültig auslösche. Wenn du Wainwright töten willst, dann heißt das... Oh, verdammt. Ja, ich weiß. Aurelia. Kalt wie Eis. Ich weiß gar nicht mehr, ob die so hart war. Ich meine... Ach scheiße, die ist... Nee, die ist doch nicht immun dagegen. Ja, Zane war ja relativ schwierig gegen Gegner. Zumindest gegen Killer-Volt. Das war ja echt schrecklich. So, die kriegt noch weiterhin Schaden. Ich schätze mal durch meine Säure. Ich muss den Dingern auf jeden Fall ausweichen. Die sind nämlich echt gefährlich. Oh. Hier, bisschen Feuerwerk zum Mitnehmen.
So, Ah, Moment. Die Waffe gegen Bosse. Eigentlich sollte ich so einen Wechsel machen. Die jetzt noch dazu. Warum ist die immun, die Sau? Das sind noch Safe-Eisgranaten. Oh, der hat wieder Rüstung, die blöde Sau. Natürlich, tue ich doch gerade. Okay. Egal, auf jeden Fall habe ich den ersten Block schon mal fertig. Ich verliere gerade ordentlich Rüstung und werde gerade ziemlich vereist. Oh, scheiße. Komm. Nein, nein, nein. Oh Gott, die kommen auf mich zu. Scheiße. Ach, fuck. Ja, danke. Ich muss hier bleiben. So, vier. Nachladen, nachladen, nachladen. Was macht die da? Oh, oh. Oh, oh, Eisparty. Oh Gott. So geht das. Viel Movement. So, gleich habe ich die Hälfte. Scheiße. Was, schon wieder immun? Scheiße, ich wollte ihn gar nicht killen. Tut mir leid. Ich wollte ihn nicht töten. Ach scheiße, die verbrauchen zwei. Warte, ist das abhängig von der Waffe, die ich gerade benutze? So, das war zwei, ne? Nein, das war drei. So, ein bisschen halten vielleicht. Dann hier das nochmal, das hat mir eben den Arsch gerettet. Oh. Ach du Scheiße. Na, war Leben drin. Nein, 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 nein. Nein! Boah, Alter, das ist so übertrieben. So, ich hab wieder Rüstung. Da ist er. Ne, das hängt von den Granatentypen ab, die ich hab. So, vier. So, haben wir schon mal. Habe ich schon mal drei Viertel. Auf jeden Fall sind diese komischen Eiswolken, die sind echt grottig. Scheiße. Wieso bin ich vereist? Achso, wegen deinem Angriff gerade. Ja, war knapp was. Halt krass einmal getroffen gerade und schon hat die diesen Schaden bekommen. Oh nein, diese Dinger, ich hasse sie. Slide hinfort. Oh Gott, ich bin voll. Nein, 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 das ist keine gute Idee. Ach, komm schon. Mitnehmen. Wo ist er? Hol sie dir. Alles oder nichts. Oh, ich hab sie. Mal gut gegangen. Danke, Kammerjäger, dass du ihr eine Chance gegeben hast. Und alles nur für ihren verblendeten Bruder. Ihr beide haltet aber noch ein bisschen durch, oder? Den Rückweg zum Jagdhaus werden wir überleben. Jetzt liegt es an dir, die Aufgabe zu Ende zu bringen, Kammerjäger. Ah ja, die Kammer. Um den Eingang zu enthüllen, musst du draußen im Garten ein paar Statuenrätsel lösen. Mach ich. Ha, diese reichen immer mit ihren Rätseln und Statuen und von Herzen kommender Trauer um ihre Familie. Oh, oh, entschuldige bitte. Hörst du das, Alistair? Der Kammerjäger hat seinen Sinn für das Absonderliche verloren.
Ignoriere Winnie, er wird unhöflich, wenn man ihn anschießt. Versuch einfach, die Rätsel zu lösen. Wird gemacht. Die erste Statue ist da draußen auf der Terrasse. Du musst nur nachstellen, wie die Person gestorben ist. Gut. Da sind wir hiermit aber erstmal am Ende einer Folge. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Ich würde mich drüber freuen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.